Hallo Freunde, willkommen zu einem Unboxing. Heute mal keine Serie oder Film, sondern eine Show. Alles nichts oder mit der graziösen Hella von Sinnen und dem Gentleman Hugo Egon Balder. Ja, ich habe das damals immer sehr gerne geschaut auf RTL Plus. Ich kann mich erinnern, dass immer die witzigen Dialoge zwischen den beiden, das war super und ihr Outfit war immer toll, immer so ein extravagantes, anderes so Outfit hat sie immer gehabt. Ja, und Hugo kennen wir natürlich von so Sendungen wie ein Klassiker wie Tutti Frutti, ja. Hat man ja damals auch immer geschaut. Ja, diese Sendung ist eine so Talkshow oder so eine Spaßsendung, wo dann halt Gäste eingeladen werden, Prominente, und mit denen werden dann so Spielchen gemacht. Und immer so am Ende der Sendung kriegt entweder der Gast oder halt die Moderatorin immer eine Torte ins Gesicht. Das war immer richtig lustig. Erstmals auf DVD, auf vier DVDs, ist diese Kultsendung von Turbine rausgebracht worden. So sieht es übrigens von der Seite aus. Hier sehen wir eine sehr hübsche Hella von Sinnen mit einem Krönchen obendrauf. Ja, die DVD-Box zur Torte zur Show. Am 8. April 1988 startete beim damals noch jungen Privatsender RTL Plus eine Sendung, die bis heute als Paradebeispiel für Anarcho-Fernsehen gilt. Hugo, Egon Balder und Hella von Sinnen, die sich in der Sendung grundsätzlich mit Komplimenten überhäuften, zum Beispiel sie fette Schnecke oder sie magersüchtiges Frettchen, führten durch den Abend und begrüßten in jeder Folge einen prominenten Gast, der sich in bester Kindergeburtstagstradition von einem Spiel zum nächsten hangeln musste. In dieser DVD-Box sind nun erstmals 12 Folgen der Show enthalten. Zum Beispiel ist dabei Jürgen von der Lippe, Helge Schneider und so weiter. Und viele weitere Gäste. Als Bonus-Features gibt es eine zweistündige Interview-Dokumentation mit vielen Beteiligten von damals, exklusiv für diese DVD-Box produziert. Ausstattung: 12 Episoden von 1988 bis 1992. Und hier sind nochmal alle Gäste aufgelistet, die hier vorkommen. Also ich kann mich erinnern, dass in einem DVD-Forum, bevor die Box rauskam, von Turbine nachgefragt wurde, ja, welche Sendung, welche Stargäste möchtet ihr auf dieser DVD-Box haben? Insgesamt gibt es ja 107 Folgen in 5 Staffeln und hier sind dann so halt 12 Episoden ausgewählt von den ganzen Sendungen. Also ist das jetzt keine Season 1, sondern einfach ein Best-of, denke ich mal, ne? Aber trotzdem, ich find's cool. Und diese Gäste haben es dann auf diese DVD geschafft. Ja, zum Beispiel hier Karlchen, diese Handpuppe von RTL Plus. Kennt ihr vielleicht, also bei Tele5 gab es zum Beispiel Bim Bambino und auf RTL Plus gab es dann dieses Karlchen, ja. zum Beispiel Harry Weinfurt, er hier, Kevin von Der Preis ist heiß und hier sind so ein paar Szenen aus der Sendung, die war wirklich crazy, muss ich sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen damals und heute denke ich mal auch, Satz 2, okay. Alles nichts oder wie alles begann, Interview-Doku mit Sendung mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder. Heinzelmannen, Uncut und Werbetrainer. Bildformat 4:3, Tonformat Dolby Digital 2.0 Mono. Warum Mono? Warum nicht Stereo? Keine Ahnung. Laufzeit über 600 Minuten plus Bonus. Ja, eine sehr schöne Box. So, packen wir es mal aus. Den Flatschen könnt ihr übrigens, glaube ich, abtrennen. Der ist nur draufgeklebt. Sehr schön. Sehr löblich, Turbine. Ja. So. Das ist halt so ein Schuber. Ja, sieht cool aus. So. Und hier ist die Box nochmal. Ist das gleiche wie von der Pappschachtel. So. Ja, und so sehen dann die DVDs aus.
Also mir kommt hier ein sehr komischer Geruch entgegen. Also ihr wisst ja, so PlayStation 3 Spiele und so, die riechen ja geil, aber das riecht irgendwie ziemlich in Anführungsstrichen günstig. Aber egal. Naja, Turbine, vielleicht mal nächstes Mal eine bessere Box. Ja, riecht ein bisschen unangenehm. Aber vielleicht das nächste Mal eine bessere Box verwenden. gut, an das soll es jetzt nicht liegen. Die DVD steht ja sowieso, also die Box steht ja sowieso im Regal und kommt dann gleich in den DVD-Player rein. So. Auch schön, dass die DVD-Cover anders sind. Ja, das ist dann 1, 2, 3 und 4. Ja, toll. Ja, ich hoffe, es kommen weitere Boxen dieser sehr schönen Show raus. Das war das Unboxing. Oh, es hat auch Wendecover. Das kann man dann... Ja, super. Das war das Unboxing zu Alles, Nichts oder, einer super Spiele-Spaß-Sendung von RTL Plus. Ich hoffe, es hat euch, das Unboxing hat euch gefallen und Leute, kauft euch diese DVD, damit auch bald weitere Staffeln oder Boxen erscheinen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.